Willkommen zurück zu Die Sims Mittelalter. So, ja, jetzt heißt es wieder für uns, neue Quests finden. So, königliche Ferien, Beutejagd, wilder Keiler. Mir geht es nicht so gut. Schnickschnacktag. Die Legende des sprechenden Frosch und Grollstab. Mir geht's nicht so gut. Königliche Ferien. Ach so, wir müssen ja erstmal gucken, was wir überhaupt so brauchen. Wir könnten was mit Kultur etwas erhöhen und ja, Sicherheit. Das wäre also gut. Sicherheit und Kultur. Was haben wir hier denn als Belohnungen? Nur Sicherheit. Okay. Und hier hätten wir zwei Kultur. Hier haben wir. Hätten wir zwei, ja, Wohlergehen und zwei Kultur. Da hätten wir jakobanischen Abt und Arzt. Aber Arzt hatten wir ja gerade erst. Was hätten wir denn hier? Zwei Wissen. Hier hätten wir für jeden eins. Kult und Romanze. Grollstab hätten wir ein Wissen und drei Sicherheit. Schaut so danach aus, als ob wir hier halt das nehmen würden. Wir können natürlich auch. Aber da würden wir halt ein Sicherheit kriegen. Ich hätte ja wirklich irgendwas mit Kultur. Hier würden wir halt. Ja, nehmen wir das, dann kriegen wir auf jeden Fall zwei Kultur. Und Kultur ist halt im Moment hier am schwächsten. Und ja, nehmen wir das. Also, königliche Ferien. Jeder braucht zwischendurch mal Ferien, sogar das Oberhaupt eines Königreichs.
Die Herrschaft über das Volk war ein bisschen ermüdend und die Zeit war reif, einen Ausflug an einen Ort zu machen und Ort zu unternehmen, der eine Ablenkung von der täglichen Plackerei bot, die das Dasein des mächtigsten Sims im Königreich mit sich brachte. Ferien, eine Pause, eine kleine Auszeit, wie man es auch nennen mag. Selbst ein Monarch hat hin und wieder ein Recht darauf. Jo, so. So, gut. So, dann... Ups. Abrin mit uns. So. Es war alles ein bisschen viel. Die Bauern, die um absurde Treue Wahljagd baten, die fremdländischen Diplomaten, die mehr Geld für ihre Haustierprojekte wollen, das Geheul der Chinchillas, das nachts für Nacht aus dem Wald herüberhallte. Es war an der Zeit für königliche Ferien, und zwar schnell. Nur wohin soll es gehen? Graf Trondpetri, der Große, beschloss, seinen Berater zu fragen, die Quelle so vieler nützlicher Antworten. Jo. So, er ist sehr müde. Ja, dann kann er auch schlafen gehen, aber dann sagen wir es ihm. Geh hier schlafen. So, und er ist natürlich wieder zügellos, ist ja schockiert. Meine Güte, das war so gruselig. Wegen Kontakte knüpfen. Ah ja, okay. Königliche Ratgeberin Merilda nach Ferienzielen fragen. Merilda ist normalerweise eine gute Informationsquelle und Ferienziele dürfen da keine Ausnahme. Ach so, tja, ist immer so. Wir täuschen den Schlaf vor. Aha, okay. War so richtig. Keine Ausnahme bilden, ja gut. Und der ist schon ausgeschlafen, gut, dann kann er hier mal benutzen, dann geht der baden, dann kannst du dich aufbrezeln, aussehen. Und die quatschen hier und dann kannst du etwas, keine Ahnung, was er da mittlerweile alles schon gelesen hat. Nimmst du das? Entweder es gibt ihm Punkte oder nicht. Dann muss er was essen. So. Gut. So, dann machen wir doch mal. Wo haben wir es denn? Markierung und... Ach so, dann schläft die auch gerade. Sieht ja schon recht nett aus, was die Freundschaft denn so alles hier angeht. So, wo sind denn deine Kids? Nee. Da. Oh, schläft anscheinend auch. So. Oh,
Okay, ja, das sind aus den ganzen Quests, die. So. Die Tochter ist freundlich, verwünscht und ritterlich. So, und dann kannst du nach Essen rufen. So, bist du? Nein. Na gut. Sie isst gerade. Gut. Hat ja noch etwas Zeit. Er ist ja noch dabei, sich zu betrachten. So. Gut. Kannst du jetzt? Nein. Dann spähen wir mal hier rein. So, da steht ja gerade Töchterchen auf. So. Und dann kannst du auch auf sie. Wo haben wir sie denn? Da. So, und hier watschelt. Ach ja, das sind ja Geschwisterchen. Also sie und er sind ja Geschwister. So. So, er liest fleißig. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir mal in Angriff, dass er sich heute dann mal verlobt. Natürlich mit seiner Spionin. Aha. So. Ja, gut. Das scheint ja hier ein lustiges Völkchen zu sein, hier die im Schloss leben oder halt arbeiten. So. Du liest aber langsam, Monsieur. So. Hat er wohl schon. Ich weiß halt nicht, was er jetzt. Wir haben ihn ja schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. So, wir müssen es zusehen. Jupp. Er kriegt gleich Essen. Na, da kommt ja der Bade. Ja, sie plaudern schon mal. Mit dem versteht er sich wohl sehr gut. Aber er hat noch nicht alle Sachen rausgefunden. Freundschaftlich umarmen, Geschichte erzählen, kennenlernen, Gesundheit fragen. So. So, dann mach mal. Okay. Was kriegst du denn? Walsuppe. Lecker. So. Setz aber nicht alles Geld aufs Spiel, ja? So. Ja, wenn dann halt sie noch hier rüber kommt, dann müssen wir sehen, dass wir dann natürlich auch
ein Plätzchen schaffen für zwei Kinderchen. Ja, müssen wir schauen, vielleicht hier mit rein, die zwei Betten, dass wir hier so ein bisschen umstellen. So. Gut, dann kannst du jetzt schon mal hier nach Ferienzielen fragen. So. Okay. Und dann kannst du ach so, sie macht sich gerade was zu essen. So. Nun, Hoheit, es gibt zwei Orte, die ich dir empfehlen würde. Der erste ist ein kleiner kleine Stadt namens Lufenting, inmitten einer hübschen Hügellandschaft, und der zweite die belebte Stadt Smortel. Einige Dorfbewohner könnten mehr über diese Orte wissen. Du solltest dich also unters Volk mischen und dir anhören, was sie zu sagen haben. Ja gut. Das werden wir dann auch tun. Aber erstmal gehen wir hier hin, weil er soll sich ja. Ja. Binden, sage ich mal. Im Moment hat er sie ja nur als umwerben, ne? So nennen sie das hier, ne? Ja. So, sie ist auch zügellos. So, dann kannst du vielleicht mit ihr ein bisschen quatschen. Freundlich. Nee, wir warten mal schön ab. Soll sie mal in Ruhe da erstmal ihre Grütze, schätze ich mal. Ja. Die machen sich nämlich immer, wenn man sie nicht steuert, nur immer Grütze. Auch wenn sie andere Sachen im Inventar hätten. So, und wir haben Tagesaufgaben. Ach nein. Drei Bittgesuche anhören. Und Waffengangs Missetaten Verzeichnis lesen. Na gut. So, dann aber erstmal hier kennenlernen. Tratschen. Wohlergehen fragen. Freundschaftlich umarmen. So. Wir müssen ja zusehen, dass wieder der Bereich kommt, wo es halt romantisch ist. Ja. Sie erheben sich. So gut. Nehmen wir. Nehmen wir das mal. So. Und Objekte kaufen. So. So. So, und jetzt geht's romantisch
Gunst erweisen. Romantisch Ständchen bringen. Romantisch umarmen. Romantisch Schönheit loben. Sehr schön gesungen, Majestät. Händchen halten. Loberlim. Dömisch. So. Of your Jirinel. Facem Quave. That air. Don't bad it. So. So, sehr verführerisch. Romantisch. Wange streicheln. No cat. Romantisch. Tief in die Augen. Blicken. Unwiderstehlich. Romantisch. Süßliche Nichtigkeiten flüstern. Und dann um Hand anhalten. Vorigala blarsivon suavent. Tonish. John Sivet! Oh! Jessic! Oh! Frineth! Oh. So. Herzlichen Glückwunsch! Trond, Petri und Aquana sind jetzt verlobt. Sie können sich jetzt sich in der Kirche, falls sie Mitglieder sind, oder an jedem anderen Ort im Königreich trauen lassen. Okay. Möchtest du mehr über die Ehe erfahren? Ja, können wir mal lesen. Wenn zwei Sims einander lange genug umgarnen und den Hof gemacht haben, können sie sich über um Hand anhalten verloben. Diese soziale Interaktion befindet sich im Menü romantisch. Zwei verlobte Sims können an mehreren Orten die Eheschließung vollziehen. Gehört einer von beiden einer Kirche an, kann die Zeremonie dort stattfinden. Wenn sie möchten, können sie aber auch in jedem beliebigen anderen Gebäude zum Königreich im Königreich heiraten. Die Ehe ist mit ein paar Vorteilen verbunden. Das Paar erhält ein Hochzeitsgeschenk vom Königreich und ein Held bekommt eine Gehaltserhöhung. Okay. Manchmal haben Sims auch das Gefühl, es mit dem anderen nicht bis an ihr Lebensende auszuhalten. Wenn das der Fall ist und sie die Ehe noch nicht vollzogen haben, können sie die Ehe auflösen lassen, indem du die soziale Interaktion sich trennen wählst. Ist die Ehe jedoch schon vollzogen, müssen sich die zwei an einen Geistlichen wenden, der ihre Scheidung bewilligt. Ah, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schicken wir mal, was ist er jetzt? Petrich, stimmt. Und wissen wir bei ihr? Nee, dann frag sie mal freundlich nach Religion. Jugonik, Nace. Wissum moleson Cesic Moreke. Seligon, Tobrit Weklib. Jok. So, auch Petrich, gut. Dann umgarn sie wieder. Romantisch. Händchen halten,
romantisch umarmen, romantisch Gunst erweisen. So, jetzt ist Kokett. So, und dann Rafim Vimey. Schönheit loben. Händchen halten. Tief in die Augen blicken. Tief in die Augen blicken. So. So. So, dann hier zu Hause, Petrisches Kloster. Ich hoffe, sie gehen jetzt beide dann auch hin. Ich mache dann jetzt den Part etwas länger. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch, weil manchmal, ja, waren nicht beide anwesend, sind nicht also beide gleichzeitig hingegangen. So. Dann spule ich jetzt mal eben ein bisschen vor. So, zack, 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 schnell, schnell. Zum Kloster stapfen. So, gut. Dann erfahren wir jetzt mal hier oder kriegen wir jetzt hier mal eine Hochzeit mit. Und es ist ja gut, wenn der Monarch der Erste ist, der das macht. So. 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 Was zieht sie denn für eine Grimasse? So, die zwei sind schon ein süßes Pärchen. Nicht zu nah. So, es ist sehr praktisch. Die haben direkt ihre Kleidung an. Hier wird also nicht viel danach gemacht, von wegen besondere Kleider anziehen oder so. So. Na, auf was wartet ihr denn noch? Gleich läuft die Braut davon. Hui. Aha. Flanzatas Grusel, Kenek Moneth, Kelzig Obran, Zespa, Lesserig, Ibren, Nevin. Sendes, Koklin, Midenef. So, ja, da wir jetzt hier zwei Helden miteinander verkuppelt haben, dürfen wir jetzt entscheiden, wo die letztendlich wohnen werden. Also wo, ja, sie immer hingehen, wenn sie ihren Dienst beendet haben. Und wir bleiben natürlich hier beim Thronsaal. So, zwei heldenhafte Sims, Graf von Pepi der Große und Unterspionin Aquana haben gerade geheiratet und sind
beschenkt worden. Jetzt haut sie ab. Ja gut, dann komm du auch eben nach Hause. Oder ja, sie geht auch. Ach nee, sie geht gar nicht. Okay, dann romantisch. Einmal bitte romantisch küssen. So. Ja, wo willst du denn hin, Madame? So. So, gucken wir mal gerade. Sie ist, glaube ich, jetzt erstmal ein ganzes Stück von entfernt, ja. Gut. Dann ist zwar unhöflich, aber umarmen. Dann können Sie hier ein bisschen. Rummachen. Oh, kein Bett in der Nähe. Na gut, dann müssen wir halt warten. Dann geh du mal nach Hause. Spulen wir mal schnell vor. So. So, zup, 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 zup. So. Spielen wir rein. So. Sie geht auf. Dann kannst du hier mal entspannen. So. Gut, dann hier. So. Da kam sie dann ganz schnell angelaufen. So, und danach macht ihr nochmal. Und alle guten Dinge sind drei. So. So, sehr schön. Ja, und dann muss ich auch den Part, wenn die drei Male beendet sind, den Part beenden. Ob da was jetzt bei rausspringt, werden wir dann mit der Zeit sehen. Und ja, vielleicht kommt dann nochmal ein kleiner Spross von ihm. Wie gesagt, zwei können wir ja hier unterbringen. Ein Kind ist ja bei der Priesterin. Und dann können wir also hier zwei noch unterbringen. So, und das ist dann nun mal mit ihr, die zwei Kinder. So, aber ich glaube schon, dass sie jetzt dann schwanger sein wird. So. Ja. Also, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest.
Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und bis denn dann. Tschüss.